will nicht eure Hände sehen. Ich will mit euch durch Wände gehen und mit Worten Brände legen. Kein Blatt vom Mund des Senders wegen. Moin. Hallo und herzlich willkommen zum Tagesrausch. Heute aus dem schönen Lübeck. Völlig unerwartet bin ich nämlich hier auf einer Demo für Hanf gegen Kindesmissbrauch. Und der Veranstalter Rolf sitzt hier neben mir. Rolf, wie bist du denn darauf gekommen, diese beiden Themen miteinander zu verknüpfen? Ja, Steffen, du, das kam mir, der Punkt war eigentlich der, als die Geschichte aufkam mit dem Herrn Gevken. Das lief im Fernsehen, dass der verhandelt wurde und nachher auch noch 3.000 Euro an Schmerzensgeld bekommen hat, weil ihm Folter angedroht wurde. Irgendwann, ich bin Vater von einer Tochter, lebe in der Patchwork-Familie mit zwei Töchtern, die genau in dem Alter sind, ging es einfach nicht mehr in meinen Kopf und ich musste was für mich persönlich dagegen tun. Um nachher, ich weiß ja auch, wenn man wirklich was bewegen will für Kinder, landet man irgendwann später mal bei der Politik halt. Um der Frage zu entgehen, schön Herr Ladoff, dass Sie das gemacht haben, aber wer bezahlt denn das, will ich eben den Topf Hanf aufmachen. Oder wollte ich zu der Zeit den Topf Hanf aufmachen, einfach aus dem Grunde oder aus der Sichtweise zu eins der Medizin wegen und zu zwei des Rohstoffs wegen. Ich wollte hier keine große Suchtprävention machen oder so, sondern ich wollte den Leuten eigentlich nur aufzeigen, wenn wir Hanf legalisieren, kontrolliert legalisieren, erhalten wir eine Kasse. Wenn wir diese Kasse für die Kinder einsetzen würden, hätten Kinder von ihrem ersten Lebensjahr an eine Tagesstätte meinetwegen oder eine Tagespflege bis hin zum Schulweg, wenn sie 19 sind, für jedermann die Möglichkeit zu studieren. Momentan hängt Studieren leider ein bisschen am Finanziellen. Das könnten wir, wie gesagt, mit so einer Kasse komplett egalisieren. Das heißt, es geht nicht nur um Kindesmissbrauch, sondern um auch alles, was damit zu tun hat. Bis hin halt eben bis zur Bildung und so weiter. Das war eigentlich mein Grundgedanke. Nur hat das mit der Demo nicht ganz so funktioniert, wie du dir das vorgestellt hast. Statt der vierstelligen Anzahl Teilnehmer, die du erwartet hast, sind wir jetzt eher so zweistellig. Zwei Dutzend. Heißt das für dich, das war jetzt der letzte Versuch, so eine Demo zu machen, oder können wir mehr von dir erwarten? Definitiv nein. Ich habe jetzt in diesem Zusammenhang, würde ich mal sagen, wirklich eine Menge gelernt. Ich danke dir auch nochmal, Steffen, dass du hier gewesen bist und auch für die Gespräche, auch die Informationen, dass ich bei dir gewesen bin, dass du hier warst. Also ich habe wirklich eine Menge aus meiner Sache gelernt hier. Und es ging wirklich nicht hier im verbohrten Lübeck in die Köpfe der Menschen rein, dass wir hier nicht Jugendkiffen spielen, sondern im Endeffekt nur gegen Kindermissbrauch etwas machen. Aber nein, definitiv nein, ich lasse mich dadurch nicht unterkriegen. Ich werde definitiv nächstes Jahr nochmal starten. Ich werde mir das, was mir die Menschen gesagt haben, einfach zu Herzen nehmen und werde dann auch eine längere Zeit eben halt brauchen, um das zu organisieren. Aber ich werde weiter für Hanf und Kinder kämpfen. Wenn jetzt Leute zuschauen, die aus Lübeck oder Umgebung sind, wie kann man dir helfen? Wo kann man dich erreichen? Man kann mich auf meiner Homepage, die ich allerdings jetzt, wo geht's erst los, ich bin leider ein totaler Legastheniker, was die Technik angeht, eines Computers. Ich muss da ganz ehrlich sagen, ich habe da meinen Mann für, aber der ist auch tierisch im Brass. Jetzt kümmere ich mich darum, dass meine Seite Gesicht bekommt, dass man da auch denn sämtliche Informationen rausnehmen kann. Die Seite, die es jetzt momentan gibt, die hat Steffen auch, das ist für Hanf gegen Kindermissbrauch. f-h-g-k.de. Daraus wird aber Orbator e.V., wie man das ausspricht, Orbator e.V. Und das rein gegen Kindesmissbrauch. Meine Telefonnummer steht auch auf der Seite. Ihr könnt mich da unter meiner Mobilnummer jederzeit erreichen. 24 Stunden, wenn es um dieses Thema geht. Kein Problem, bin immer für euch da. Und wie gesagt, sofern ich was Neues habe, versuche ich natürlich auch irgendwie, ich weiß nicht, wie es geht, dann zu posten, weiterzugeben. Aber das macht dann mein Computerfreak, so dass ihr natürlich auch noch ein bisschen mehr von mir erwarten könnt, ganz klar. Ne? Aber ich werde mich jetzt in die Puschen begeben und werde das schnellstmöglichst und bestmöglichst tun, dass das hier auch in Lübeck endlich mal Rang und Namen bekommt. Gut, dann soll es das auf die Schnelle mal gewesen sein. Ich hoffe, beim nächsten Mal seid ihr in Lübeck alle dabei. Das war's für heute von mir. Wir sehen uns. Ciao. Ich will nicht eure Hände sehen. Ich will mit euch durch Wände gehen. Und mit Worten Brände legen. Kein Blatt vom Mund des Senders wegen.